So, wir gehen in den 60-Hertz-Modus. Und dann haben wir hier einen schönen kleinen Test. Und zwar, ich bin euer Mr. Venom 1974. Ich teste einfach mal für spätere Videos. Teste ich mal einfach ein bisschen GameCube live sozusagen. Ich gucke mal, wie gut oder wie schlecht das ist. Ich bin einmal gespannt, wie das dann bei YouTube und Co. aussieht. Machen wir einmal komplett alles neu. Und dann gucken wir mal. Für die Leute, die tatsächlich die Nintendo Direct nicht gesehen haben, es ist tatsächlich ein Metroid Prime Remaster dann gesagt. Die Demo ist schon raus. Ich glaube, Ende Februar kommt dann das Game. Jetzt kommt aber erstmal Intro. So, dann wollen wir mal. Also bis jetzt sieht das ganz gut aus. Bin mal gespannt, wie die Controls jetzt sind. Wenn jetzt irgendeiner fragt, ja, das ist über den Dolphin emuliert, ja. Hasst mich, ich weiß. Aber das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und ich spiele es tatsächlich, Achtung, mit dem Xbox-Controller. Ja, jetzt bin ich aber völlig raus, ich weiß. Jetzt habe ich alles gemacht, was ich nicht hätte machen dürfen. So. Samus, alte Hütte. So. Godzilla-Fassung können wir noch. Ja, das müssten wir einen noch hinkriegen. Es ist großartig. Also, falls irgendjemand den Titel nicht probiert hat, es ist großartig. Es ist wirklich ein Metroid, was gleichzeitig auch, ich sag mal, ein sehr guter Ego-Shooter war. So. Einmal scannen. Dieses Kraftfeld blockiert. Der Schalter ist außer Betrieb. Okay. Okay, was möchtest du noch? Ah, das wahrscheinlich. Das soll ich wahrscheinlich scannen. Die Schalter zur Steuerung des Kraftfeldes sind nun aktiv. Gut. So, jetzt kommen wir wieder. Angriffsmodus. So, zack. Okay. Nein, das wollen wir nicht. Da ist hoch. Okay. Was Metroid damals schon großartig gemacht hat, ist sozusagen die komplette Steuerung genommen. Ich begrüße mal eben kurz den Hyrule-Lord. Ja, ich habe die Nintendo Direct gesehen und ja, ich freue mich auf ein neues Professor Layton-Spiel.
Das ist übrigens hier, bevor die Frage kommt, nicht natürlich die Remastered-Version. Ich glaube, Gregor von den Rocket Beans hat das, glaube ich, schon exzessiv, glaube ich, 2 Stunden getestet. Andere, glaube ich, auch schon. Das ist hier sozusagen the original. Wirklich die GameCube-Version. So. Bup. Es ist immer noch Weltklasse, das Ding. Also, was die Retro Studios damals hingelegt haben, ist schon geil. Also, gucken wir mal, was im Scan. Alpha Deck. Notfall-Evakuierung Zone. Momentaner Status: Umgebung unsicher. Ach. Ernsthaft? Gibt's irgendein Metroid, was so anfängt wie ein Urlaubsvideo? Ich glaube nicht. So. So, zack. Druckausgleich der Luftschleuse eingeleitet. Genau. Dann müsste das auch klappen. Genau. Na komm. Willst du nicht? Doch, wollte ich sagen. Also man scannt viel. Das kann ich schon mal sagen. Das ist so die Lieblingsbeschäftigung in dem Ding. Zugang zur Notfall-Evakuierungszone. Genau. Da gehen wir noch mal hin. So, da können wir. Ich glaube, das erklärt er mir auch gleich, dass man gleich noch irgendwie. Genau, dass man Gegner anvisieren kann. Ich weiß das aber schon. Auch was auch großartig ist, wenn ihr mal Bock drauf habt, der Soundtrack von diesem Game ist absolut großartig. Ja, und sagte, ich habe nur Metroid Prime 3 für die Wii. Also 1 und 2 sind definitiv nicht unwichtig. Also Prime 1 sowieso nicht und Echoes wegen seines, naja, soll ich sagen, Endkampfs. Na komm. Kann ich wieder was scannen? Ja, natürlich kann ich was. Ich kann immer was scannen. Weltraumpirat, Status: Tod durch Säureverätzung am Körper. Säuretyp unbekannt. Also ist hier nicht gesund. So. Aber ist schön. Ich meine, wir reden von einem GameCube-Titel, ne? Das sieht echt immer noch so absolut genial aus. Und hier sind keine Filter drauf, falls das jetzt irgendwie einer wieder wissen will. Sondern das ist filterfrei. So, Charge Beam, kenne. Einmal schön aufladen. Wir müssten auch, glaube ich, schon. Moment, müssten wir nicht die. Guck mal, haben wir nicht die. Warte mal, wir haben noch. Können wir nicht auch noch. Haben wir nicht hier schon gleich die. Gute alte Kugel? Haben wir die nicht auch von Anfang an? So. Ihr wollt kämpfen? Wir kämpfen. So, einmal bitte scannen. Zutritt zum Beta-Deck genehmigt. Bitte Hologramm berühren. Machen wir. Kann ich hier im Lift kurz den Lykolov begrüßen? Der Lykolov kann ja jetzt Liftmusik machen. Ist schon wieder alles mehr kaputt. Aha, jetzt erklärt er mir den Morphball. Ah, ich wollte sagen, irgendwo haben wir den doch. Genau. Wusste ich doch. Den haben wir doch von Anfang an. Den haben sie da hingepackt. Okay. Was bist du wieder? Typus unbekannt. Status: schwache Lebenszeichen vorhanden. Okay. Was haben wir hier noch?
Forschungsobjekt A, Status Tiefschlaf, Transfer der Phasendosis 0081.D abgeschlossen. Ich glaube, da ist einer, der mich nicht mag. Ja, so, Ruhe. Samus Aran ist übrigens immer bekannt dafür, erst schießen, dann fragen. Forschungsobjekt B, Status unbekannt, Abwehrreaktion gegen Phasen festgestellt. Okay. Noch ein? Da schießt noch einer. Ja, aber nicht mehr lange. Nachdem die Mutation abgeschlossen ist, härtet der Panzer der Larve aus. Parasit befindet sich im Verpuppungsstadium. Ist bestimmt super. Sollten alle schlüpfen. Falls irgendeiner jetzt der Meinung ist, das ist ja fast wie Alien. Really? Really? Ach, Missiles. Ach, die habe ich jetzt auch schon. Stimmt, das ist ja genau, ich vergesse ja immer. Metroid-Spiele fangen ja immer an, du hast erst alles und dann verlierst du erstmal alles. Ballistische Unterstützung in den Versuchsstationen im Block F erforderlich. So. So, da sind die Missiles. Wo brauche ich denn die Missiles? Du hast mir gesagt, die brauche ich. Wo brauche ich die denn? Ach, da. Was war das? Okay. Okay. Nee, morphen nicht. Jetzt nicht morphen time. Genau. Okay, also konnte man nur mit. Na komm. Wieder normale Waffe. Hallo. Samus? Samus, aus jetzt. Okay. Du musst nicht auf. Genau, danke. Du musst nicht auf Raketen bleiben. Ich will das aber noch scannen. Zugang zum Lager für biologisches Risikomaterial. Ist bestimmt eine total tolle Idee, da reinzugehen. War da noch irgendwas, oder? Das ist übrigens sozusagen der Free-Roaming-Modus. Falls man mal Lust hat zu ballern. Okay. Es sieht alles nicht gut aus. So, dann geht der Scan-Marathon los. Okay, aber erstmal. Okay. Nein, die brauchen wir. Kann ich mit Sicherheit nicht so zielen, aber so kann ich doch zielen, oder? Treffer. Gut. So, einmal bitte wieder scannen. Ist doch mit Sicherheit nicht ohne Grund geschützt. Abwehranlage dieses Abschnitts defekt. Ja, das weiß ich nicht. Ich denke, die funktioniert. Typus Parasitenlarve. Info. In kleinen Gruppen ungefährlich. Hm, klar. Einzelbehälter 1. Phase-Niveau unbekannt. Status. Instabile, xenotrope Lebensform. Gefahr. Also Alien. Typus Plasmid. Info. Auf Talon 4 heimisch. Phaseninfusion. Stufe 4. Diagnose der Parasitenlarve. Masse 14,5 AT. Länge 0,5 TC. Zellstruktur kollabiert.
Zellstruktur des Objekts kollabiert. Phasen mit Kennzeichen 0732.C zur DNS unpassend. Infusion beendet. Haben wir schon? Infusionsanlage 12.5. Experiment 435.8. Schmerztoleranz der Lebensform stabilisiert sich bei 13%. Ist schön, was die hier gemacht haben, ne? Aufzug einsatzbereit. Bitte Hologrammbaron. Ja, machen wir gleich. Entsorgung des biologischen Forschungsabfalls erfolgt in 3 Stunden. Schön. Ich bin hier gerne. Plattform einsatzbereit. Wunderbar. Ist da noch was? Nee, ne? Okay. So. Dann gucken wir mal. Ja, es hört sich super an. Na komm. Ein Schrittchen gehen. So, ich könnte auch anfangen, mir langsam mal das Radar anzusehen. Dafür ist es nämlich da. Ich wollte schon sagen. Ich stehe so deppert rum und er schießt wie ein Sturmtruppler. Sagen. Der stand aber irgendwie jetzt mal anders. Einzelbehälter 5. Status nicht belegt. Hat doch gerade noch einer auf mich geschossen, oder? Bist du wo tot? Ich glaube, es hängt. Also. Typus arktischer Sturzsegler. Info auf Talon 4 heimisch. Kennt man das schon? Typus gepanzerte Parasitenlarve. Info, das hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon. Einzelbehälter 4. Phase-Niveau toxisch. Status hermetische Versiegelung hält. Typus Goliath-Wespe. Info auf Talon 4 heimisch. Hatten wir auch schon. Einzelbehälter 2. Phase-Niveau toxisch. Status hermetische Versiegelung hält. Typus Stachelschaler. Info auf Talon 4 heimisch. Schön, was die hier gemacht haben, ne? Super. Das ist total gut. Kann auch gar nichts schief gehen. Nun geht's da lang. Zugang zum Frachtlift. Na komm. Ach, natürlich wieder. Na komm. Ja, das ist nämlich auch das Problem. Ich habe keine Raketen mehr. Zutritt zum Gamma-Deck genehmigt. Bitte Hologramm berühren. Ist noch was? Typus Weltraumpirat. Status. Tod durch tiefe Schnittwunden am Unterleib. Okay, das waren wir nicht. So. Und auch nochmal eine Runde. Ich sage nochmal Gamecube-Game, ne? Guckt mal, wie das Ding aussieht. Das sieht fantastisch aus. Also Metroid Prime war großartig. Na komm. Okay, du hast gewonnen. Egal, das war ja auch nur so ein kleiner Test. Das war Metroid Prime auf dem Gamecube. Ist immer noch ein richtig geiler Titel. Und ja, ich freue mich, wenn es remastered wird. Großartig. Mehr davon.
glaube, der Preis von 40 Euro, da könnten wir vielleicht nochmal nachdenken, aber wenn jetzt auch Zelda irgendwann dann 70 kosten soll, mein, ja, dann ist das wohl die Richtung, in die wir gehen. Falls ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten und das Ding wird es dann gleich auch auf YouTube geben. Das ist heute mal Twitch-Only-Aufnahme, aber das kriegt ihr, glaube ich, hin. So, eins habe ich noch und dann haben wir es dann heute schon wieder. Bis gleich.